Es wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer. Das war jetzt schon die Zeit, da sieht man, glaube ich, hinten hier von unserem Trackmania-Clan das Forum-Board, wo man sich immer ausgetauscht hat. Das war jetzt die Zeit, so, das war dann 2 Jahre später, da hatte ich mit Lennart dann den ersten Kontakt. Ja, da sieht man, glaube ich, noch, ich glaube, es war Philipp Lahm da als Sticker. Ja, ja. Naja, und hinten auf meinem Drucker, du musst dir vorstellen hier, das war die Zeit, da war ich beim HFC immer in der Fankurve. Und da bin ich immer auf dem hier Lok und Halle hier. Da war ich richtig, stell dir mal vor, so der Typ so, mit der Statur, klettert da auf dem Zaun und fordert immer. Und der Brille immer. Vor allem. Naja, und ja, komm doch boxen. Wie alt warst du da, 16, 17? Oder ist das schon? Da war ich 16, ja. Genau. Das ist eine sehr, sehr schnelle Diese Brille. Dieses unfassbare Microsoft-Headset da für 30 Euro. Das musste ich mir 6 Mal holen, weil ich immer mit dem Stuhl drüber bin. Ach, Mann, ey. Kennst du noch so alte Clan-Foren überhaupt, Dennis, aus Trackmania? Ja, weil dann hast du so ein Foto gehabt und hast so einen richtig hässlichen Rahmen immer gehabt. Ja. Mit dem Clan-Logo unten und so eine Schärpe, wo dann dein Nickname drauf stand, und genau so Fotos waren das. Ich glaube, damals, das war SBRT oder so? Genau, ja. Das. Ja, das ist, ja, das, ist das. Ja, genau SBRT, das. Genau, das ist das. Ja. Was war das ausgesprochen? Speed World Racing Team. Okay. Richtig cool, ja. Womit hast du das Foto überhaupt gemacht? Ist das mit dem Handy oder mit der Kamera? Oder? Ja, mit meinem. Da gab es noch keine Smartphones. Ja, eben. Doch, in der Qualität noch nicht. Deswegen. Ja, die Qualität das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hatte ein Fotoapparat, glaube ich. Schon damals geblockt quasi. So ein Einweg. Weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, dass das eine coole Pose ist. Nämlich diese Sonnenbrille für 3 Euro. Ach ja. Eieiei, ey. Aber auch Bartwuchs, ne? Keine Chance. Gar nichts. Keine Chance. Wie gesagt, bei mir mit Mitte 20 ging es langsam los. Ich wüsste nicht mehr, ob du da 12 bist oder 16. Ich sag ja, also ich sah mit 20, musst mal Fotos gucken von mir, wie ich 12 bin und wie ich 23 bin. Das ist 1:1 gleiche. Ne? Die Frisur ist auch wild, stark. Frisur, fuck. Ach ja. Ja, aber wie gesagt, Bartwuchs. Naja, da war noch nichts. Ja.